Zu den Hebeln, was haben die mit Medizin oder was haben die mit Biologie oder auch mit Sport zu tun? Man unterscheidet grundsätzlich in der Mechanik zweiarmigen und einarmigen Hebel. Okay, wichtig bei der ganzen Sache ist nur, dass man auf Folgendes achtet. Ne, ich mach's mal blau. Hier. Das ist er. Der Punkt bzw. der Punkt auf den Drehpunkt. Wenn ich sage, ich habe auf der einen Seite und auf der anderen Seite des Drehpunktes einen Hebel, dann habe ich einen zweiarmigen. Wenn ich einen einarmigen Hebel habe, dann wirken beide Kräfte oder mehrere, aber in diesem Fall jetzt mal beide Kräfte auf einem Arm. Dann ist auf der anderen Seite nichts mehr. Daher einarmiger. Typisch für das Ganze wäre zum Beispiel mit einer Brechstange eine Kiste hochzuheben. Hier unten ist der Drehpunkt wieder wichtig. Und da ich hier hinten nichts weiter habe und die Kiste eben hier hochhebe, habe ich es mit dem einarmigen Hebel zu tun. Ich werde hier nochmal einen Link anbringen, wo ich zum Hebelgesetz ein bisschen ausführlicher was sage. Aber das soll jetzt hier einstweilen schon mal reichen. Also hier könnt ihr euch weiter informieren. Das Video hält dann an und ihr könnt dann hier wieder, ohne was zu verpassen, zurückkehren. Jetzt gucken wir uns mal so einen Menschen an, der mal eine ganz große Hantelstange nimmt, ist zwar noch eine kleine, aber wie auch immer. Und der möchte die hochheben. Immer hoch und runter. So. Was passiert? Der einzige, oder der einzig, sagen wir mal, oder der wirksamste aller Muskeln, der das macht, ist der Bizeps. Gut. Wenn ich jetzt mal hier die Knochen andeute, hier in dem Arm, dann wird die Zeichnung noch unübersichtlicher. Ich habe das jetzt hier unten nochmal dargestellt. Und zwar hier auf der linken Seite. Ich komme gleich zum Rest. Wenn ich also sage, ich habe hier wieder den Drehpunkt im Ellenbogen, dann macht der Bizeps diese Kraft, die letzten Endes den Arm hoch bewegt. Aber da sein Hebel viel kleiner ist, die Hebellänge, da wo die Sehnen angreifen, kann hier auch nur relativ wenig rauskommen. Wie gesagt, guckt oben auf die Links, da ist das alles nochmal ausführlicher erklärt. Muss jetzt erstmal reichen. Was hat denn die ganze Sache aber mit Drehmoment zu tun? Drehmoment, so hier. Drehmoment ist die Berechnung, es geht immer wieder um Berechnung, Kraft mal Hebellänge. Typisch bei einem Schraubenschlüssel, wenn ich sage, okay, ich möchte hier eine Schraube anziehen, dann nehme ich einen Schraubenschlüssel und mache das nicht mit der Hand, weil ich sonst nicht so ein hohes Drehmoment zum Anziehen der Schraube erzeugen kann. Da sieht man ganz typisch, dass ein Drehmoment entsteht, aber ich komme dann gleich noch auf ein Aber. Drehmoment, was das ist, füge ich hier auch nochmal einen Link an. Ziemlich, sagen wir mal, leutselig erklärt, damit das besser klar wird, weshalb dann das Aber noch kommt. So, das heißt also, vom Drehpunkt, Mittelpunkt der Schraube, bis zum äußersten Angriffspunkt des Schlüssels, hier, Schlüsselmaul, habe ich hier diesen kleinen Hebel. Wenn ich hier aber einen langen Hebel ansetze, kann ich hier mit wenig Kraft, deswegen habe ich den Pfeil, das sind eigentlich Vektoren, lasse ich jetzt aber. Deswegen habe ich den Pfeil auch kürzer gemacht. Dann kann ich mit relativ wenig Kraft diese Schraube besser anziehen und bewegen. So, M ist F mal L. Wenn ich sage, das Hebelgesetz heißt eigentlich F1 mal L1 ist F2 mal L2, dann kann ich auch sagen, wenn F mal L M ist, dann habe ich es eigentlich mit einem Drehmomentenvergleich zu tun. Nochmal zu so einer Wippe, wenn ich hier so eine Wippe habe und die wippt immer hin und her, da sitzen jetzt, ich lasse das andere jetzt Kräfte und so weiter mal weg, dann kann man auch sagen, dieser Punkt hier und dieser Punkt, die drehen sich auch um diesen Drehpunkt. Daher kommt auch der Drehmomentenvergleich. So, aber, und jetzt möchte ich nochmal darauf hinweisen, es gibt auch Torsion, typische Drehung, wenn ich also zum Beispiel. Ich habe mal ein Bild rausgesucht, das ist aus Wikipedia. Es gibt so einen in Bayern, da gibt es zwar Sport, der heißt Fingerhakeln. Wenn jemand so böse ist und nicht bloß dran zieht, wie es eigentlich in den Meisterschaften auch gefordert ist, in dem Sport, damit eben nichts passiert, sondern seinen Arm verdreht, dann kriegt der andere ein Problem. Und je nachdem, wie kräftig der eine oder der andere ist, kann er ganz fiese Brüche und Gemeinheiten und Auskugelungen und ach du liebe Zeit, hervorrufen. Aber zurück zu unserem Kram. Wie gesagt, Links gucken, auch jetzt zum Schluss, die Links, die ich anfüge, da könnt ihr euch wesentlich
breiter informieren. Aber das soll erstmal die Bedeutung des Hebelgesetzes einerseits, des einarmigen Hebels. Wir haben wahrscheinlich, also aus meiner Kenntnis her, haben wir es beim Menschen zum Beispiel fast nur mit einarmigen Hebel zu tun. Ich kenne keinen zweiarmigen. Ich habe zwar zwei Arme, aber ihr wisst ja jetzt, wie ich es meine. Und deswegen, auch wegen der Verletzungen und so weiter, dachte ich, müssen wir dieses Video mit anhängen. So, ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Würde mich auch mal über einen Daumen oder ein Abo oder irgendwie mal eine Bemerkung, einen Kommentar freuen. Leute, tut mir auch mal den Gefallen. Ich muss ja wissen, ob ich richtig liege oder ob ich nur Mist erzähle oder ob ihr es gar nicht versteht, ob ich viel zu fachlich abgehoben rede und so weiter. Gut, ich danke euch dafür. Bis denn, tschüss.